Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video mit mir. Ich bin's, eure Lea. Tut mir leid, dass ich mich nicht zeige heute. Ich sehe natürlich wie immer aus hier. Ich bin's, eure Lea. So. Aber ich konnte das Video nicht hochladen mit der Sprungkraft. Also muss ich die letzte Sprungkraft-Limo trinken. Es ist halt so eine Limo, die verleiht dir Sprungkraft. Guckt. Da stand Limo dran. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zurückspulen und das angucken, was da Limo steht. Ja, schlafen Sie ruhig in meinem Bett. Wir können jetzt erstmal hier rausgehen. Und dann können wir mit unseren super Megan schon erstmal hier so ein Wasser springen. Booyah. Und dann können wir mit unserem mega super Schuhen auch wieder ins Wasser springen. Nein, Scherz, Leute, was ich da. Oh, Leute, ich hatte zwar noch, aber sollte vielleicht jetzt nicht springen. Doch. Kann man eigentlich? Yep. Das kann man, ne? Habe ich hier gerade gemacht. Ja, kann man. Tja, das ist halt so, dass, ich jetzt halt ein Video mache. Und ja, gehen Sie ruhig die ganze Zeit in mein Haus. Sie können es auch gerne haben. Nein, Scherz. Haben kann es nicht. Aber er kann es sich ausleihen jetzt gerade. Nur jetzt. Nein, Leute. Es ist uns wieder passiert. Zum Glück habe ich das hier bei. Und dann kann ich einfach eine Kette pflanzen. Geht nämlich ganz einfach. Und jetzt habe ich wieder 13, ne? Bringt überhaupt gar keinen Unterschied. Hab ich jetzt oder hab ich nicht? Oh nein, 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 nein. Oh, ich wäre um ein Haar nass geworden. Naja, nicht so schlimm, wenn ich nass geworden wäre. In der Folge, die ich leider nicht hochladen konnte, habe ich diese Kuh gefüttert und diese und die haben diese Kuh gemacht. Und der Villager hat sich selbst eingefangen. Schlau, ne? Tja, auf jeden Fall. Irgendwie nerven die Schuhe. Ich will nicht die ganze Zeit Eis hinter mir haben, wenn ich rede. So. Und deshalb mein Haus. Hier ist noch kein Brief drin. Das ist nämlich mein Briefkasten, hier mein kleiner. Lass uns mal mit Lulu Gassi gehen. Und der Villager kann ja dann warten. Lulu, kommst du? Ah, da bist du. Der Villager kann sich dann ja so lange unser Haus ausleihen. Aber nicht la. Nein, 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 nein. Oh, Lulu, ich dachte, du bist mit reingefallen. Komm mit, Lulu. Ich zieh die doch lieber wieder. Lulu hier auch drauf laufen kann. Kommst du? Lulu? Lulu, 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 Lulu. Ah. Du machst mir immer zu Tode Angst. Hör auf mir die ganze Zeit Angst zu machen. Lulu. Ach, Lulu, ich sollte die Schuhe doch ausziehen. Das ist echt dumm. Komm, Lulu. Wir zeigen jetzt ein bisschen die Stadt. Lulu. Kommt mit, Leute. Auf jeden Fall, ihr kommt ja mit, aber... Guck mal, hier ist ein Zimmer ohne alles. Lulu, warte unten auf mich. Hier ist halt so ein Zimmer. Und ich springe jetzt runter. Damit ich wieder bin. Und Lulu. Lulu? Leute, wo ist Lulu? Oh Mann, Lulu. Du machst mir immer so Angst. Jetzt komm mit. Ich habe immer Angst, dass ich verschwinde. Das habe ich übrigens bekommen von diesem Händler. Da sieht man nicht, wo man sich gerade aufhält. Da sieht man gar nichts. Ja. Ja. Oh, Lulu, Lulu. Hau nicht direkt ab. War nicht extra. Oh, Maus, wir versuchen es nochmal. Maus,
bin ich etwa eine Maus? Kommst du? Lulu? Lulu? Lulu, komm mit. Wir müssen jetzt ins Haus. Lulu will nicht mehr mit ins Haus. Komm, Lulu. Wir gehen jetzt hier hinten hin. Komm mit. Und jetzt gehen wir wieder in unser Haus, Lulu. So, dann kommen jetzt. Leute. Lulu! Komm sofort rein. Tut mir leid, ich meckere dich nicht gern an. Aber du musst jetzt rein. Hier drin. Oh, gut. Lulu, sitz. So. Sitz. Ja. Du bleibst jetzt schon da und sie verlassen bitte mein Haus. Danke. Leute, ja. Manchmal ist es echt schwer mit Lulu. Aber irgendwann geht's dann. Ich gebe dir ein bisschen Presschen, damit du deine Leben wieder auffüllst, die ich dir aus Versehen weggemacht habe. Tut mir wirklich leid, Lulu. Gassi waren wir genug jetzt. Lulu? Ich habe Kuchen gebacken, Lulu. Und ich wollte fragen, ob du vielleicht Kuchen magst. Kürbiskuchen? Hm? Bitte. Kriegst du 3 Kuchen. Musst du nicht aufessen, wenn du nicht magst. Keine Sorge. Ich bin nicht so streng zu meiner Katze. Die muss nichts aufessen, Leute. Wenn sie nicht... Hallo? Kleiner, geh zu deiner Mama zurück. Zu deiner Mama, nicht zu mir. Ich bin nicht deine Mama. Oh, Leute. Dieser Kleine will in mein Bett schlafen. Ja, Kleine, schlaf ruhig in mein Bett. Ja. Hier mein Bett. Los, leg dich hin. Leg dich hin. Leg. So, so legt man sich hin. Ja. Der versteht es nicht, Leute. Er braucht sich auch nicht hinlegen, denn er braucht gar nicht in meinem Haus zu sein. Aber leider muss ich ihm mein Haus leihen, weil... Meine Katze ist wieder so. Und, der kleine Besuch ist wohl abgehauen. Endlich mal. Weil ich habe immer Dorfbewohner. Und im Kuhstall sind auch schon welche. Das ist mein Kuhstall. Und da sind 2 Villager einfach drin. Aber Leute, ist nicht so schlimm. Macht. Alles eigentlich. Kein Spaß mehr, wenn die Villager da drin sind. Aber nimm das nicht so wild, Leute. Geben wir den Villager eine Chance, auch wenn ich denen keine Chance geben will. Aber lass denen eine Chance geben, da rauszukommen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann müssen wir sie mit eigener Fahrt einfach so rausholen. Leute, ich habe nur das Feld ein bisschen abgefarmt und ich habe mir auch 2 Weizen geholt. Oh Leute, wir müssen die jetzt mit eigener Faust befreien. Hier, hole. Nein. Herr Willager, nimm sie das. Nimm sie diese Hacke. Ich habe diese Villager jetzt im Kuhstall geholt, aber die springen da immer wieder rein. Nicht schlimm, die sind jetzt irgendwo hier hingerannt, weil ich die befreit habe. Die wollen nicht wieder da rein. Muss eine sehr schlimme Zeit sein da drin, dass die gar nicht mehr da rein wollen. Ich habe geguckt, die haben so geguckt, als ich die befreit habe und dann sind sie sofort abgehauen. Und, tja Leute, kann ich verstehen, niemand würde gerne in einem Kuhstall feststecken. Also für immer in einem Kuhstall leben. Wer würde das gerne? Schreibt in die Kommentare. Ich weiß, ich brauche dafür nur meine Kartoffeln auf, aber ich muss mir so ein bisschen nehmen hier von uns auch wieder anpflanzen. Nicht immer ganz leicht. Alles nach. Oh, hallo Villager. Sie sind ja nett und pflanzen für mich schon an.
pflanzen sie dann die. Boah. Dieser Villager macht eins und dann verschwindet er und ich soll nicht kommen. Wo sind sie, Herr Villager? Ah, da hinten ist er. Gucken Sie mal hin. Ich habe eine Karotte abgebaut. Jetzt ist dort ein Loch. Dankeschön, Herr Villager. Ich habe schon wieder Karotten abgebaut. Jetzt ist hier überall ein Loch. Leute, das mache ich extra, damit er nicht zu faul ist und alles wieder abpflanzt. Aber er ist zu faul dafür. Deswegen muss ich jetzt erstmal diese Karotten nehmen. Die ich habe. Und dann muss ich die hier reinwerfen. Leute, ihr kennt das wahrscheinlich. Und dann kriegt man Knochen mehr. Ja, dann kann man so machen. Und dann ist die Karotte so ein bisschen gewachsen. Das kann man natürlich auch mit Kürbiskuchen hoffentlich machen. Weil ich das da gerne... Oh, man kann Kürbiskuchen nehmen. Und ich habe so viel davon. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Leute, wir haben drei Knochen mehr. Bauen wir hier erstmal so. Die drei kleinen Karottchen habe ich genug. Aber es reicht doch. Ach komm schon, Kartoffeln. Ihr wollt jetzt nicht ernsthaft auch. Na gut, ihr kriegt so drei. Wieder groß. Wie die Karotten. Die haben vier bekommen, aber das lag daran, weil ich den Leuten erklären musste, wie man sowas macht, Leute. Und ich wollte gucken, ob man das auch mit Kürbiskuchen machen kann. Und das kann man. Hopp. Oh, hier die ganz kleinen. So. Hopp. So knapp und es fällt mir kaputt. Ich würde sagen, Leute, die heutige Folge ist beendet. Tschüss.